Career Kick, dein Podcast für den Berufseinstieg. Die Allianz besteht seit über 130 Jahren am deutschen Markt. Das ist auf jeden Fall auch schon eine ganze Weile her. Oh ja. Ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt gab es bestimmt den Begriff Startup noch nicht. Nee, aber 1890 in Berlin gegründet, hat sich seitdem viel geändert in den Arbeitswelten natürlich und auch über die Generationen, über die Babyboomer der Generation Y hin zur Generation Z. Ja, und heute sprechen wir mit der Roxana über das Thema Arbeit bedeutet für uns Work-Life-Balance und wir sind schon sehr gespannt, was sie darüber zu berichten hat. Generation Z, Arbeit bedeutet für uns Work-Life-Balance. Dazu haben wir heute die Roxana zu Gast, die uns etwas zu dem Thema berichtet. Hallo Roxana. Hallo, ich freue mich sehr dabei zu sein und von meinen Erfahrungen berichten zu können. Wir freuen uns auch. Möchtest du dich zunächst einmal unseren Hörern kurz vorstellen? Ja, ich bin Roxana, ich bin 20 Jahre alt und ich arbeite bei der Allianz am Standort in Hannover und mache meine Ausbildung zur Kauffrau für Versicherung und Finanzen. Sehr schön. Also ich bin ja offen und ehrlich noch Generation Y, ja. Also vielleicht habe ich an der einen oder anderen Stelle noch einen anderen Anspruch, aber Roxana, Generation Z, ja, Arbeit bedeutet für uns Work-Life-Balance. Was sind so deine Erfahrungen und welche Erfahrungen hast du diesbezüglich auch in der Ausbildung gemacht bei uns? Ja, wenn ich mich zum Beispiel so mit meinem Vater vergleichen würde, habe ich da direkt komplett andere Vorstellungen oder Wünsche auch an einen Arbeitgeber. Und was mir dann so spontan eigentlich direkt einfällt, was ich wegen meiner Ausbildung schon erfahren konnte, sind beispielsweise die flexiblen Arbeitszeiten, die ich auch schon während der Ausbildung bekommen habe. Das heißt, ich habe keine starren Arbeitszeiten. Mein Papa zum Beispiel, der fängt Punkt 6 Uhr an und arbeitet dann seine 8 Stunden ab und geht dann erst, wenn er Feierabend hat, nach Hause. Und ich kann mir dann, je nachdem, ob ich noch Termine habe während der Arbeitszeit, kann ich mir eigentlich meine Arbeitszeit so einplanen, wie es für mich halt passt. Ist super, wenn ich irgendwie zum Zahnarzt muss oder einen anderen Arzttermin habe, dann kann ich das so drumherum um meine Arbeitszeit so drumherum basteln. Mein Arbeitgeber und auch die Ausbilder haben ein sehr hohes Maß an Vertrauen mir gegenüber. Das heißt, ich kann auch viel mitsprechen, ich kann auch viel mitgestalten oder sogar mitwirken. Zum Ende eines jeweiligen Ausbildungsblocks, die wir haben, können wir immer ein Feedback geben. Und die Ausbilder freuen sich auch sehr, wenn wir da auch konstruktives Feedback geben, damit die auch für die nächsten Jahrgänge auch das mitnehmen und dementsprechend auch verbessern können. Also ist es eher ein Führen auf Augenhöhe, ja, also nicht das Klassische, was man noch kennt oder assoziiert, auch mit einem Versicherungskonzern, ein hierarchisches Führen von oben nach unten, sondern die Azubis sind auch gleich auf einer Augenhöhe, oder? Ganz genau, so würde ich das auch unterschreiben. Mhm. Außerhalb jetzt der Punkte, die du schon erwähnt hattest, was sind noch auch Punkte, wo du sagst, für Work-Life-Balance ist es wichtig, dass man das mit betrachtet. Also du hattest ja jetzt auch schon zuvor die Arbeitszeiten angesprochen und das Thema Vertrauen. Aber gibt es noch Punkte darüber hinaus, wo du sagst, okay, das gehört auf jeden Fall mit dazu? Wir hier in Hannover zum Beispiel sind ein relativ kleiner Standort. Das heißt, die Nähe zu meinen Kollegen ist ja sehr, sehr eng. Und wenn wir Feierabend gemeinsam jetzt planen, können wir auch hier um die Ecke in ein Café noch gehen oder noch kurz was essen und einfach noch zusammen was unternehmen, uns privat kennenlernen. Das finde ich auch super wichtig, dass man halt weiß, mit welchen Leuten man zusammenarbeitet, dass dann das Team zusammenwächst und dass man halt auch dementsprechend sich auf der Arbeit sehr gut versteht, aber auch privat und auch so auf der Arbeit auch neue Freunde findet beispielsweise. Ganz typisch für die Generation Z ist ja ein gewisser Ausgleich zwischen Arbeit und Privatleben. Du hattest es ja schon eingangs angesprochen, flexible Arbeitszeit. Aber gibt es noch etwas, was damit ja assoziiert wird und wie das umgesetzt?
Ja, zum Beispiel, was mich sehr gefreut hat, ist, dass für uns Azubis auch schon Homeoffice sogar gestattet wurde. Da hat jetzt Corona so ein bisschen sogar mitgespielt, dass das schneller ins Rollen gebracht wurde. Aber für mich war das auch, wird es für die Zukunft auch super praktisch sein, weil ich auch super gerne Online-Sachen bestelle und dann nicht immer zum Paketshop laufen muss, um meine großen Amazon-Pakete oder H&M-Pakete dort abzuholen, sondern kann dann eben einen Homeoffice-Tag machen. Und wenn dann zu Hause, wenn dann der DHL-Bote kommt oder wenn dann irgendwie die Therme wieder gewartet werden muss und der Handwerker vorbeikommt beispielsweise. Darüber hinaus gibt es bei uns auch so ein, ja, das nennt sich Work-Life-Balance-Budget. Und ja, die Allianz achtet sehr darauf, dass der Arbeitnehmer, also wir Arbeitnehmer, auch viel für unsere Gesundheit auch tun, dass es uns auch gut geht, dass wir gesund sind. Und letztes Jahr haben wir mit der gesamten Azubi-Abteilung und mit der Personalabteilung eine Radtour gemacht. Und dann haben wir zwischendurch auch so Pausen gemacht und so Strategiespiele durchgeführt im Team. Und natürlich sind wir dann gegeneinander angetreten und zum Schluss gab es dann so eine kleine Trophäe für das Siegerteam. Cool. Und das war richtig witzig, fand ich. Ja. Und ansonsten gibt es auch jedes Jahr einen Firmenlauf und zwischendurch werden auch auf der Arbeit so kleine aktive Pausen durchgeführt. Bei uns, da wir 15 Stockwerke haben, ist es dann gang und gäbe, dass dann donnerstags um 14 Uhr sich dann einige Leute treffen und dann einfach ins 15. Stockwerk dann hochlaufen. Okay. Um sich ein bisschen zu bewegen, genau. Ja, das ist doch schon mal super. Weitere Frage meinerseits. Generation Z sind ja auch die Digital Natives. Ja, gibt es da etwas, was wir als Ausbildungsbetrieb da machen, also ja, technische Affinität fordern und fördern? Ja, also Generation Z, wir sind natürlich gewohnt, dass wir mit wenigen Klicks so schnell wie möglich alles erledigen können eigentlich. Und deswegen sind auch unsere Anforderungen dementsprechend so. Und ich finde, dass sich das mit der Zeit ziemlich gewandelt hat. Ich bin noch nicht so lange da, aber ich kann schon einen Unterschied erkennen, weil jetzt auch Social Media mit eingebunden werden. Also, dass wir so einen Snapchat-Account haben und auch einen Instagram-Account. Und dann können wir so ein bisschen die Community in Anführungszeichen auch in unseren Azubi-Alltag mit reinnehmen und zeigen, dass die Ausbildung eigentlich nicht so trocken und altbacken ist, sondern eigentlich schon ziemlich kreativ und sehr abwechslungsreich ist. Und darüber hinaus rüstet die Allianz aber auch Stück für Stück nach. Und also ich glaube, es gibt schon an einigen Standorten so einen Testlauf mit iPads, dass man halt nicht nur an einen festen Arbeitsplatz gebunden ist, sondern halt von dem Platz arbeiten kann, wo es einem halt am besten passt und für einen auch gemütlich ist. Meine abschließende Frage an dich, Roxana, ist noch so, ja, Generation Z möchte in Anführungszeichen cool, modern unterwegs sein und dann treffen sie auf einen Versicherungskonzern, der seit über 130 Jahren besteht. Wie ist das? Also Hipster versus konservativ. Ja. Also ich hätte auch noch eine letzte Frage von meiner Seite aus. Jetzt haben wir viel über Work-Life-Balance im Hier und Jetzt gesprochen und auch wie sich das digital gestaltet. Aber was bedeutet für dich persönlich Work-Life-Balance auch langfristig? Auf lange Sicht gesehen würde ich mir schon sehr wünschen, dass ich einen unbefristeten Arbeitsvertrag habe. Also an eine Familie denke ich jetzt noch nicht, aber ich gehe schon mit einem sehr ruhigen Gewissen dann zur Arbeit, wenn ich weiß, falls ich dann in 10 Jahren eventuell irgendwann dann doch eine Familie haben sollte und dann halt schwanger werde und dann aber weiß, dass mein Arbeitsplatz trotzdem sicher ist und dass ich dann auch dementsprechend auch vorübergehend in Teilzeit gehen kann, dass mein Arbeitsplatz dann halt nicht weg ist, sondern halt dann zusätzlich noch mit dem Homeoffice auch noch gut kombinierbar ist oder wenn dann die Kinder irgendwann in den Kindergarten gehen, dass ich das dann auch alles gut einplanen kann. Und darüber hinaus, wenn ich jetzt so vielleicht für die nächsten 2-3 Jahre weiter gucke, könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht ein Sabbatical zu machen und das ist halt auch möglich.
Das heißt, ja, mir stehen halt sehr, sehr viele Möglichkeiten offen. Mhm. Und sogar auch ein Umzug in eine andere Stadt wäre auch möglich. Ja. Und müsste mir halt keinen anderen Arbeitgeber suchen, weil es halt mehrere Standorte in ganz Deutschland oder auch ganz in Europa gibt. Also es würde mir zusätzlichen Stress ersparen und würde mich auch nicht belasten. Klar, es wäre dann erstmal eine andere Umgebung, aber ja, die Sicherheit auf meinen Arbeitsplatz wäre gegeben und das andere würde sich dann schon einfach irgendwie fügen. Ja, super, cool. Vielen, vielen Dank für deine ganzen Erfahrungen und ja, es war super interessant, Roxana. Vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall einige neue Sachen jetzt dazu gelernt und ja, vielen Dank. Ich danke auch. Macht's gut. Ciao. Ciao. Habt ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen, dann schreibt uns eine kurze E-Mail an careerkick@allianz.de. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns auf Spotify, Deezer, iTunes oder YouTube ein Abo da, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Und wenn du dich für eine Ausbildung oder duales Studium bei uns interessierst, findest du weitere Informationen auf careers.allianz.com. Do you want some outtakes? Okay, also wir haben den Aufnahmeknopf gedrückt, Roxana. Okay. Und jetzt geht's los. Heute sprechen wir über das Thema Generation Z. Arbeitet bedeutet für uns Work-Life-Balance. Ah, sorry, ich muss nochmal neu starten. Meine Betonung war ein bisschen falsch. Heute sprechen wir über das Thema Generation Z. Arbeit bedeutet für uns Work-Life-Balance. Zu Gast haben wir die Roxana. Hey, was sagst du dazu? Oder stell dich auch erstmal vor. Ah, ich bin auch wieder lost. Ja. Ach, soll ich? Ja, sei du. Ja, probierst du mal. Generation Z. Arbeite. Also, du merkst, wir sind auch nicht unfehlbar.